Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Siberia 2. Wir sind mal wieder mit dem Zug unterwegs, wir sind an einem Bahnhof angekommen und wir sind schwerstens am Frieren. Auch unser neuer Begleiter Hans ist gesundheitlich immer mehr angeschlagen und dem müssen wir wohl noch ein wenig, wenig Tribut zollen. Wo waren wir? Genau, wir haben Münzen erbeutet, wir haben einen kleinen Schlüssel, der dazu da war, die Münzen zu erbeuten. Und wir haben hier unten ein kleines Mädchen, mit dem ich gerne sprechen würde. Im Austausch für Münzen womöglich. Denn es wurde ein Schlüssel fallen Guten gelassen. Tag! Oh, du bist noch nicht weg? Nein, aber es wurde ein Schlüssel fallen gelassen von dem Oberaufseher hier. Und ich hoffe, dass er unten irgendwo rumliegt. Kannst du mal schauen? Weißt du, wer den Schlüssel vom Tor hat? Wenn ich was dafür krieg, sag ich's dir. Kein Problem. Aber ich bin hier oben und du da unten. Tja, dann such eben da oben was für mich. Okay, großartig. Was willst du für einen Schlüssel? Sag mir lieber gleich, was du möchtest. Ich möchte Katalas. Die gibt's im Laden. Katalas? Was ist das denn? Wie? Die kennst du nicht? Das sind Bonbons. Esse ich für mein Leben gern. Na, das wird ja wohl kein Problem sein. Süßigkeiten? Das willst du also? Bonbons vom Krämer? Ja, genau. Katalas. Und dafür sagst du mir, wo ich den Schlüssel für das Tor finde. Hab ich dir doch versprochen. Ich traue ihr nicht, aber egal. Ich habe eine Mission. Kannst du mir helfen? Diese Maschine da unten. Weißt du, wie sie funktioniert? Nein. Hast du nie gesehen, wie sie jemand bedient hat? Doch, wenn die Züge anhalten. Aber es halten ja keine... Ja, es halten keine an. Dann erzähl mir doch ein bisschen was von Romansburg. Warum versperrt dieses Tor den Weg nach unten? Das Tor versperrt nicht den Weg nach unten. Es versperrt den Weg nach oben. Aha, ich verstehe. Der alte Colonel sagt, die Leute von unten seien Gesindel. Das hat er uns auch gesagt. Nicht ganz mit den Worten, aber so ungefähr. Ich habe einen Zug, weißt du? Möchtest du dir den Zug ansehen? Nimmst du mich auf die Reise mit? Nein, das geht nicht, Malka. Das weißt du doch. Dann interessiert mich dein Zug auch gar nicht. Ha, kann ich verstehen. Reden wir von etwas anderem. Dann bis später. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Ich warte unten auf dich. Ja, wo solltest du auch sonst hingehen? Macht keinen Sinn. Ja, prima. Wir werden nochmal zum Krämer gehen, denn wir haben Schlüssel und Münzen. Und Schlüssel wie Münzen sind für mich immer so ein Indiz. Da kommen wir an was ran. Und jetzt sollte das Ganze auch funktionieren für uns. Münzen in... Was für Zeug will ich eigentlich haben? Achso, ich muss aussuchen, was ich will. Das ist ja nicht so doof. Hier. Das hat nicht funktioniert. Steht irgendwo drauf, was ich reinwerfen muss. Ihr erlaubt mir, ganz kurz. Ich bräuchte klein. Aber welches? Das nicht. Nehmen wir zwei. Kann wohl nicht wechseln. Nehmen wir den Knopf. Knopf ist immer gut. Ich bin geduldig. Ich hoffe, ihr auch. Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Es könnte irgendwo dran stehen, aber es wäre... Aber dann wäre es zu einfach. Okay. Was auch immer das für eine Münze war, es hat funktioniert. Hab ich. Machen wir hier weiter. Nein,
Nein. Wieder nicht. So, wenn wir schon dabei sind, wir könnten auch das Ding mal wieder aufsperren. Oh, das ist schön. Da kann man ja reich werden für. Das war's nicht. Das war's nicht. Das Ding klemmt. Das Ding klemmt. Also ich kann es nicht einfach zumachen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Münzen immer durchfallen. Und ich eigentlich keine Süßigkeiten bekomme aus dem Ding. Aber ein Knopf hilft. Nein, auch nicht. Wie sieht's denn aus? Gleich sind wir durch. Manchmal hilft das. Das Ding klemmt. Ja, danke, weiß ich. Das Ding klemmt. Nichts zu machen. Ich bräuchte Kleingeld haben wir. Habe ich schon. Okay. Ist egal, was wir reinwerfen. Hab ich schon. Hier können wir noch reinwerfen, aber die Maschine ist kaputt. Das heißt, wir werden hier mal mit dem Oberstkolonel von diesem Ort Kolonel sprechen. Emiljov. Ha! Kate Walker! Ich habe einen Schlüssel. Ich habe Ihren Schlüssel gefunden, Kolonel. Oh, das ist nicht mein Schlüssel. Das ist Staatseigentum. Ich bin nur ein alter Soldat. Sie haben ihn bestimmt fallen gelassen. Ein Mädchen da unten hat ihn an sich genommen. Ja, das wird kein Kinderspiel sein, ihn dem Mädchen zu entlocken. Oh, sie wirkt ganz brav. Und sie mag bestimmt Geschenke. Na, dann läuft ja alles bestens. Tja, ich will Sie nicht länger aufhalten, Kolonel. In Ordnung. Bis später. Ja, die Sätze sind alle leider abgehackt. Fragt mich nicht, warum. Ich habe es nicht rausgefunden. Auch zur letzten Folge nicht. Hier war jetzt Wunsch des Vater des Gedanken. Ich hätte eigentlich gehofft, dass wir jetzt irgendwas mit dieser Maschine machen können. Kann ich da mehrere Münzen gleichzeitig reinstecken, damit es funktioniert? Nein, kann ich nicht. Ansonsten habe ich alle Münzen einmal durchprobiert. Süßigkeiten. Fischbonbons. Kann ich die irgendwie mischen? Nein. Ich probiere das mal. Eins von beiden wird hoffentlich helfen. Wenn sie diese Kaugummis haben will, dann habe ich ein Problem. Nein. Ich bewerf sie nicht mit Geld, sondern Fischbonbons. Ich will Katalas und nicht diese widerlichen Zuckerfische. Wer sich sowas wohl ausdenkt? Bonbons aus Fischen. Na gut, dann willst du Süßigkeiten. Hier, nimm das. Fang ihn! Du hast nur einen Versuch! Tja, was mache ich denn mit den widerlichen Dings? Mit diesen widerlichen Fischbonbons. Ich werde mir die erstmal als erstes nochmal besorgen. Wer weiß, wofür die gut sind. Das kann nur nützlich sein. Also, wir tragen irgendwelchen Kram mit uns rum. Das muss helfen. Das war die Münze, glaube ich. Nee, dann vielleicht der Elch. Ja, ich habe Süßigkeiten und lasse nicht zu, dass mir hier irgendwas verkommt. Nee, die war es nicht. War es die hier? Ich weiß es nicht mehr.
was auch der Elch. Knopf. Knopf for the win? Nein, auch nicht. Aha. So, nochmal hier aufschließen. Man weiß ja nicht, wofür man es noch gebrauchen kann. Und ich bin mal so frei, mache sofort das Tor auf, bevor ich den Schlüssel zurückgebe. Bei meinem Glück wird er dann entsprechend extrem böse sein, wenn ich das andersrum gemacht habe. Und mir nicht freiwillig das Tor aufsperren. So, jetzt kann ich ihm sein... Würdest du bitte einfach dahin gehen, wo ich dir sag? Dankeschön. Kate, 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 Kate. In halben Sätzen sprechen und dann noch in die falsche Richtung laufen. So habe ich dich nicht erzogen. So nicht. Colonel Emeliov. Ha! Kate Walker! Das war... Okay. Schlüssel steckt. Wollte nur Bescheid sagen. Großartig. Okay. Das war nahezu einfach. Ich bin ganz froh. Halt, 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 halt. Jetzt, wo das Tor offen ist, können wir auch im Hebelchen ziehen. War lustig, wir machen was anderes. Kate Walker is in trouble. We've got to go look for her. Find someone. I don't know who. Someone spunky. Yes, sir. We've got Nick Canton, a detective. He's already worked on some tricky problems. He was good. Yeah. He might just be the ticket. Take care of it right now, John. Get him out there. Right, sir. Hell, what is going through that kid's head? Yeah. Hello, Canton? We've got a job for you, how shall I put it? A special job. Okay, wir werden jetzt anscheinend schon mit Personal gejagt. Alles nur, um diesen Vertrag zu kriegen, den wir noch, obwohl der schon unterschrieben ist, den hätten wir einfach zuschicken können, dann wäre es genauso gut gewesen. Seltsames Gefährt. Das ist wohl wahr. Aber wie funktioniert das? Seltsames Gefährt. Der eine arbeitet und der andere schaut zu. Das ist nicht mal ordentliche Arbeitsteilung. Meistens sitze ich da. Und schaut dem zu. Also, wenn es in meinem Privatleben so weitergeht. Also, das, da bin ich mal so frei und sitze da drüben, während ein anderer das macht. Da ist ja die Maika. Na, Maika? Und? Waren die Süßigkeiten lecker? Ging so. Nochmal zum Anfang. Ich bin Kate. Bist du ganz allein, Maika? Ich bin groß genug, um allein für mich zu sorgen. Brauchst nicht gleich beleidigt sein. Hab ja nur gefragt. Und außerdem bin ich nicht allein. Zirkus sorgt für mich, weil meine Mama tot ist. Der Zirkus. Ich verstehe. Nein. Du bist bestimmt sehr reich und hast viele Freunde in Amerika. Wieso bist du hierher gekommen, Kate Walker? Ich weiß nicht. Ich bin weit von zu Hause weg und weiß nicht, wo ich hingehe. Wie idiotisch. Ja, aber hier gibt's viele, die nicht wissen, wo sie hingehen. Und sie sind alle Idioten. Wenn du es genau wissen willst, ich reise nach Sibirien. Zufrieden? Falls du je nach Amerika zurückfährst, musst du mich mitnehmen. Ich werde mich hüten. Wer ist Zirkus? Sag mal, ist Zirkus auch nett zu dir? Ja, sehr. Er ist mein Freund. Und lebt Zirkus schon lange hier im Dorf? Meine Mama und ich, als wir hierher kamen, da war es Zirkus, der sich um uns gekümmert hat. Das ist aber lange her.
Okay. Was weißt du über Siberia? Kennst du einen Ort, der Siberia heißt? Das ist ein Land aus der Märchenwelt. Es ist so weit weg, dass es vielleicht gar nicht existiert. Ich habe gehört, es gäbe dort Blaugrasfelder, so weit das Auge reicht. Und Mammuts. Gräser? Die sind grün. Oder gelb im Herbst. Blaue Gräser gibt's gar nicht. Das ist für mich nicht mehr weiter von Bedeutung, Malka. So jemanden wie dich habe ich noch nie getroffen. Und das wirst du vielleicht auch nicht mehr. Na gut, unsere Mission geht weiter. Weißt du jemanden, der mir zeigen kann, wie diese Kohlemaschine funktioniert? Nein. Es ist eine alte, stinkende Maschine. Prima. Kennst du trotzdem jemanden, der sich damit auskennt? Irgendjemand weiß vielleicht, wie diese Maschine funktioniert, oder? Zirkus auf jeden Fall nicht. Der kommt ja gar nicht an den Knopf dran. Aber die Burghoff-Brüder wissen es bestimmt. Die wissen alles. Aber ich mag sie nicht. Die sind boshaft. Boshaft? Wer sind denn die Burghoff-Brüder? Warum hast du gesagt, es gäbe hier böse Menschen? Die Burghoff-Brüder sind Lügner und Diebe. Und ich fürchte sie wie die Pest. Vor allem den Kleinen. Der läuft wie ein Pinguin. Man darf sich nicht über andere lustig machen, Malka. Der Dicke ist zwar nicht böse, aber er hat ein Spatzenhirn. Es wird nicht besser. Erzähl mir noch mehr von den beiden. Die Burghoff-Brüder können mir vielleicht trotzdem behilflich sein. Ja, sie sind schließlich genauso dreckig und stinkend wie die Maschine da. Ich werde sehen, was ich finden kann. Danke, Malka. Tu, was du für richtig hältst. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich finde dieses Mädchen massivst unsympathisch. Ist mir egal. Sie ist unsympathisch. So, nur dass ihr es wisst. Sie ist unsympathisch. Zumindest für mich. So. Was haben wir denn hier? Oder was haben wir denn hier? Der Trinkerplatz. Hier ist zumindest warm, das ist schon mal gut. Oh, wahrscheinlich müssen wir die Maschinen reparieren oder irgendwas. Hey, Bartender! Ein Whisky bitte! Guten Tag. Guten Tag, verehrtes Fräulein. Willkommen im berühmten und glorreichen Kabarett Zirkus. Dem Ort aller Freuden und Künste. Was kann ich für Sie tun? Ich bin gerade in Ihrer netten kleinen Stadt angekommen. Ich heiße Walker. Kate Walker. Nun, Fräulein Walker, dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Er wird wohl nur von kurzer Dauer sein. Ich muss schon bald weiter. So, was können Sie mir denn über Romansburg erzählen? Sie wohnen in einer seltsamen Stadt, Herr Zirkus. Oh, die Leute sind hier nur auf der Durchreise. Leute, deren Gesellschaft nicht immer empfehlenswert ist. Sie kaufen und verkaufen, treiben Schwarzhandel und suchen Abwechslung. Nach unserer Stadt gibt es nichts mehr, Fräulein Walker. Okay, ich habe einen Zug und den muss ich mit Kohle beladen. Herr Zirkus, sagen Sie mal, kommen hier viele Züge vorbei? Früher ja. Da fuhren auf dieser Strecke mehrere Züge, aber jetzt ist sie fast völlig stillgelegt. Ihre Ankunft ist fast schon ein Ereignis, Fräulein Walker. Auf Wiedersehen, Herr Zirkus. Bis bald, Fräulein Walker. Ich hoffe, Sie bei der Vorstellung zu sehen. Ich hatte nicht vor, eine Vorstellung zu geben. Wie dem auch sei. Schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Hier gibt es eigentlich nichts außer den Rückweg oder die Pferde. Da sind ein paar Räder, die kann ich aber nicht ansteuern. Also ich meine diese Ventile. Ja, das Ding können wir uns mal anschauen. Ich habe das Gefühl, hier fehlt was. Hm.
Oh, vielleicht sowas wie eine Klangwalze. Aber was macht eine Klangwalze hier? Ich verstehe es nicht. Ich komme drauf nochmal zurück. Also irgendwas fehlt hier. Ich schätze, es ist eine Klangwalze. Und wenn ich da richtig liege, kann es sein, dass wir eine finden oder schon eine haben, mit der wir dann Unfug treiben können. Ist nix. Na gut, Zirkus war jetzt nicht besonders hilfreich für uns und auch Maika hat uns nur einmal einen Schlüssel gegeben und ansonsten bin ich sehr anstrengend und unsympathisch. Da geht's wieder zurück. Das will ich nicht. Da geht sogar ein Fisch. Ah, okay. Zirkus und Mädchen. Okay. Oder aber Typ an der Tonne und oder so. Umrunden wir das Mädchen und landen bei einer Maschine, die mit Kohle zu tun hat. Oh, das sieht gut aus. Ein Benzingenerator. Ich muss Kraftstoff auftreiben. Und wenn ich das Ding dann anschalte, nachdem ich Treibstoff aufgezogen. Sehen wir uns das mal an. Ja. Kein Sprit mehr da. So ein Mist. Ja. Was haben wir hier? Handbetrieb? So ein Pech. Der Kanister ist leer. Mal sehen, ob ich ihn irgendwo füllen kann. Zack, unter die Jacke damit. Was die alles unter der Jacke schon mit sich rumträgt, das ist schon verblüffend. Aber gut zu wissen. Wir brauchen Benzin. Dann wird wahrscheinlich dieses Laufband ausgefahren, das also oben für den hier. Und dann Hebel ziehen, Kohle läuft, alles gut. Alles? Nicht alles. Aber zumindest mal wäre es ein Anfang. So, jetzt wird's interessant. Das ist die Maschine, das ist das Mädchen, das ist Zirkus. Der Colonel. Der wird bestimmt das ein oder andere Literchen Benzin für uns übrig haben. Weil der Staat zahlt alles. Hat er gesagt. Da geht's rauf. Wo geht's da hinten hin? Da war ich noch. Achso, doch, das Trommeln. Ja, alles gut. Alles gut, hab mich geirrt. Seltsames Gefährt. Seltsames Gefährt. Kann ich da irgendwas dran bauen? Seltsames Gefährt. Nein, kann ich nicht. Ich muss das Gefährt auch nicht näher anschauen. Das ist das... Ja, irritierende. Na los, Einwohner. Hier noch mal am Hebelchen. Beeindruckend. Und eine Klangwalze fehlt uns. Vielleicht hat er ja eine. Oder was ähnliches. Wäre auch schon schön. Colonel Emiljov. Ha! Kate Walker! Ich habe einen Kanister, den möchte ich benutzen. Der Generator ist leer. Er hat kein Benzin mehr. Kein Benzin? Das ist ja erstaunlich. Meines Wissens nach hat sich niemand des Kohleverteilers bedient. Zum Glück habe ich einen Kanister. Wo kann ich ihn auf... Da musst du auf den Wartungsdienst warten. Er kommt hin und wieder zum Auffüllen her. Das Lied kenne ich. Nächste Woche oder übernächste Woche oder noch... Oder noch später. Es gibt doch einen mit Benzin, oder? Unten ein Generator, der den Kohleverteiler dort oben steuert. Wie fortschrittlich. Das ist nicht erstaunlicher als eine Aufziehlok, die Kohle benötigt, mein liebes Fräulein. Tja, ich will Sie nicht länger aufhalten, Colonel. In Ordnung. Bis später. Wie kommen wir jetzt an Benzin ran? Irgendeiner wird Benzin haben. Aber wer... Und wo? Und warum kriege ich das Zeug nicht? Naja gut,
Das Ganze ist noch nicht vorbei. Ah, nach oben können wir nicht. Vielleicht auch noch nicht. Aber wenn, dann hätte ich schon gesehen, dass man hochgehen kann. Also von daher wird das Abenteuer hier erstmal bleiben. Otto. Nee, Oskar. Entschuldigung. Irgendwas mit O. Oskar, haben wir irgendwo Benzin? Guten Tag, Oskar. Guten Tag, Kate Walker. Nein, haben wir nicht. Schade. Eigentlich. Also im Grunde genommen irgendwie schon. So, die Maschine ist aufgezogen. Das hatte ich überprüft. Deshalb brauchen wir ja nur noch Kohle. Und vielleicht nochmal einen ganz kurzen, kleinen, schnellen Besuch bei Hans. Denn Hans könnte unter anderem eine Klangwalze für uns haben. Das ist eigentlich gar nicht doof. Ne? Wenn der Wagen heiß gelaufen ist, dann sammelt sich die Hitze nicht hier oben, weil sie weggepustet wird und im ganzen Raum verteilt wird. Aber eigentlich ist es besser, wenn man den Ventilator nach unten richtet, damit die Hitze, die oben sich gestaut hat, nach unten gepustet wird und der ganze Raum warm. Als Grundidee. Gar nicht schlecht. Fast schon clever, die Lösung. Okay, können wir das... Die Zylindermaschine von Hans. Noch etwas, woran Hans seit seiner Ankunft an Bord herumgebastelt... Herumgebastelt hat, ja. Man sieht, dass er hier wirklich viel gebastelt hat. Er hat ja alles auseinandergenommen. Den Trötefand werden wir erstmal nicht brauchen. So, mein Freund. Hans? Ja, Kate? Ja, eine Ansammlung aus Höflichkeiten, die beide. Echt erstaunlich. Na gut. Ich bin noch nicht fertig mit euch. Ich würde sagen, wir brauchen Treibstoff. Und wir haben ein Badezimmer. Das wir sonst noch nie gesehen haben in der ersten Episode. Im ersten sogenannten Drittel dieses Spiels. Siberia. Bei dieser Kälte habe ich keine Lust zu duschen. Es hat jetzt auch keiner gesagt, dass du duschen gehen sollst. Ich wollte einfach nur mal schauen, ob da irgendwo ein Benzinkanister ist für die grobe Reinigung oder sowas. Waschbenzin genannt. Nein, dann nicht. Also, wer könnte Benzin haben? Der Zarkos. Der Zarkos, das ist eigentlich der Einzige, der noch mit uns spricht, außer der Malka. Und ich glaube nicht, dass Malka einen Benzinkanister mit sich trägt. Hallo, Malka. Kann ich dich was fragen? Du? Immer. Ja, danke schön. Ich brauche Benzin. Malka, weißt du, wo es hier Benzin gibt? Nein. Aber ohne Benzin funktioniert die Kohlemaschine doch nicht. Was schert mich diese alte, stinkende Maschine? Ich werde sehen, was ich finden kann. Danke, Malka. Tu, was du für richtig hältst. Erinnert mich dran, nicht mehr mit diesem Mädchen zu reden. Ihr wird nicht sympathischer. So. Vielleicht kann er uns einen Schnaps verkaufen, der benzinähnliche Eigenschaften hat. Weiß nicht, was sie hier so trinken. Manchmal ist das recht spannend. Herr Zirkus? Zu Diensten? Ich brauche Kohle. Herr Zirkus? Ich benötige dringendst Kohle, um meine Reise fortzusetzen. Aber der Generator des Kohleförderers hat kein Benzin mehr. Ah, tut mir leid, meine Liebe. Ich kann Ihnen über 1000 verschiedene Wodka-Sorten aus den entlegensten Ecken Russlands servieren. Doch wärmt dieser Wundertrank nur Herz und Glieder, aber keinen Motor. Bist du sicher? Wie sieht's mit deinem Pferdeautomaten aus? Wie funktioniert der? Herr Zirkus, die Pferde auf der Bühne kommen mir irgendwie bekannt vor. Ich hatte einen gelehrigen Affen. Er starb Anfang des Winters. Das Klima Sibiriens bekommt exotischen Tiere nicht.
Kein Affe, keine Nummer. Ende der Vorstellung. Ich musste also diese alten Automaten wieder hervorholen. Früher hatten sie durchaus Erfolg. Warum also nicht auch heute? Ihre Einstellung erfordert Fingerspitzengefühl und dauert einige Stunden. Aber ich lade Sie ein, sich meine neue Pferdedressurnummer anzusehen. Okay, ich kenne Hans, der hat die Dinger gebaut. Ihr Automat, Herr Zirkus, sieht ganz nach einer Erfindung eines sehr guten Freundes aus. Vielleicht eines gemeinsamen Freundes, Fräulein Walker? Wie heißt er? Hans. Hans Vorarlberg. Hans Vorarlberg. Natürlich. Lang ist's her, seitdem ich zuletzt von ihm hörte. Wie geht es ihm? Gut. Wir reisen zusammen. Oh, ich bitte Sie, sagen Sie ihm, er möge vorbeischauen. Das würde mich sehr freuen. Und dann könnte er die nötigen Einstellungen an diesen Pferden vornehmen. Ich habe von Automaten absolut keine Ahnung. Ich richte es aus. Aber versprechen kann ich Ihnen nichts. Wir haben es ziemlich eilig, Herr Zirkus. Das verstehen Sie doch, oder? Natürlich, Fräulein Walker. Aber sagen Sie, es würde mich sehr freuen. Auf Wiedersehen, Herr Zirkus. Bis bald, Fräulein Walker. Ich hoffe, Sie bei der Vorstellung zu sehen. Als kleines Äffchen oder so. Ich habe keine Ahnung, was der Mann so eigentlich will. Das werden wir aber rausfinden in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dabei und bis dahin. Gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.